Die Verfassung von Medina fängt mit Bismillahirrahmanirrahim an. Und ich habe schon die ersten zwei Paragraphen gelesen. Ne? Dieser Staatssystem besteht aus Muslimen und Nicht-Muslimen. Und dann sagt im zweiten Artikel, diese bilden eine einige Gemeinschaft, die sich von den übrigen Menschen unterscheidet. Dann sagt er im 12. Artikel, die Gläubigen sollen keinen Schuldner unter sich im Stich lassen, sondern ihm helfen. Das heißt, wenn es irgendjemanden gibt unter den Muslimen, die Schulden haben, dürfen die nicht im Stich gelassen werden. Ihm muss geholfen werden. Sein Lösegeld oder seine Entscheidungsbezahlung, die dir nach Billigkeit sollen gezahlt werden. Im 13. Artikel, die gottesfürchtigen Muslime erheben ihre Hand gegen jeden unter ihnen, der Unrecht tut oder dies versucht. Das heißt, Unterdrückung, egal wer es ist, muss gehindert werden. Ungerechtigkeit, Sünde, Feindschaft oder Verbrechen unter den Gläubigen sollen verboten werden. Ihre alle Hände sollen gegen ihn erhoben sein, wenn es auch ein Muslim ist, selbst wenn es der Sohn eines der ihrigen sein sollte. Hier wird natürlich der Stamm, die Liebe zum Stamm, zum Nationalismus komplett zerschlagen. Und was wirklich auch sehr wichtig ist, normalerweise können wir über diese Charta von Medina, diese Verfassung von Medina, eine Unterrichtsreihe machen. Guck mal, heute, die ersten zwei Paragraphen, wird von Muslimen und von Juden berichtet. Ne? Von Muslimen und Nicht-Muslimen. Und dann sagt der Prophet, a.s., diese bilden eine Umma, eine Gemeinschaft. Muslime und Juden. Heute können wir Türken und Kurden keine Gemeinschaft bilden. Obwohl beide von sich behaupten, Muslime zu sein. Hier wird in der Verfassung von Medina von Muslimen und Nicht-Muslimen als eine Umma gesprochen. Und heute sind zwei Völker, die 1400 Jahre lang in Frieden gelebt haben, durch die Fitna des Zionisten schaffen wir es nicht, eine Umma zu werden. Und hier in der Verfassung von Medina sind zwar nicht ein, also von Muslimen und Juden als Umma die Rede. Traurig. Dann im 15. Artikel, Allahs Schutz ist einheitlich. Der Geringste unter ihnen überträgt die Verpflichtung dazu auf alle anderen. Und die Gläubigen sind untereinander Bündnispartner und Beschützer gegenüber Feinden. 16. Artikel, wer von den Juden uns folgt, der soll Hilfe und Unterstützung erhalten. Weder soll er unterdrückt werden, noch soll man jemanden gegen ihn beistehen. Das heißt, wenn Juden im Islamischen Staat sind und eine X-Gruppe kommt außerhalb des Islamischen Staates, um die Juden zu bekämpfen, dann dürfen wir nicht mit der X-Gruppe zusammenstehen. Wir müssen den Juden beistehen. Wir reden hier 1400 Jahre vor unserer Zeit, wo es in Europa keine Gesetzesgebung gab. Der 21. und 22. Artikel möchte ich hier wirklich lesen, weil es auch wichtig ist. Wegen auch aktueller Sache. Wenn jemand absichtlich einen Gläubigen tötet und dies offenkundig ist, unterliegt er der Vergeltung. Es sei denn, der Bevollmächtigte des Getöteten, also der Familie, ist mit der Zahlung eine Entschädigungszahlung einverstanden, Diät. Das heißt, das Strafmaß legt was fest? Wer fest? Die Opferfamilie. Wenn getötet worden ist. Nicht bei versuchtem Mord. Legt die, also entweder macht Vergeltung oder Geld erhalten. Dieses Strafmaß setzt nicht der Staat, sondern die Opferfamilie fest. Die Gläubigen sind hierfür verantwortlich und es ist ihnen nichts anderes erlaubt, als dieses durchzuführen. Entweder die Vergeltung oder die Diät, das heißt die Entschädigungszahlung. Der 22. Artikel hierzu, einem Gläubigen, der sich mit diesem Vertrag einverstanden erklärt hat und Allah und an den jüngsten Tag glaubt, ist es nicht erlaubt, einem Mörder zu helfen oder ihn zu schützen. Hier kann auch versuchter Mord reinkommen. Wer einem solchen hilft oder Schutz gewährt, das kann auch durch Mundpropaganda sein. Jemand hat versucht, einen Menschen zu töten. Es hat leider nicht geklappt, weil der Typ Glück hatte. Aber normalerweise ist das Mord. Wer so einem Typen hilft und der ist auch noch ein Mischig oder ihm mit Mundpropaganda hilft, egal was es ist, oder Schutz gewährt, auf dem liegt Allahs Fluch und sein Zorn am Tag der Auferstehung
Und weder Ausgleich noch Wiedergutmachung werden von ihm angenommen werden. Der Fluch Allahs auf ihn, nicht auf den Mörder. Auf den, der ihn mit Mundpropaganda unterstützt oder ihm Schutz gewährt. Der Fluch Allahs auf ihn. Und es gibt für diese Person keine Wiedergutmachung mehr. Und wenn ihr über irgendetwas uneinig seid, dann wendet euch damit zu Allah und zu seinem Gesandten. Das ist ein anderer Artikel. Das heißt, egal was für ein Gesetz es ist, die höchste Instanz im islamischen Staat ist was? Im Endeffekt Koran und Sunna. 25. Artikel. Die Juden von den Bani Auf bilden eine Gemeinschaft mit den Gläubigen. Das ist ein Unterstamm. Die Juden haben ihre Religion und die Muslime die ihrige. Dies gilt für ihre Schutzbürger wie für sie selbst, es sei denn, jemand begeht Unrecht oder Übertretung. Denn ein solcher schadet nur sich selbst und seinen Angehörigen. Zulm, Unterdrückung ist in jeder Art und Weise verboten. Der 35. Artikel. Die Untergruppierung der Juden, es gibt mehrere Gruppierungen, sollen die gleichen Rechte und Pflichten haben wie diese selbst. 36b. Niemand soll gehindert werden, Verletzungen zu vergelten. Wenn jemand mir eine Verletzung macht, kann ich die gleiche Verletzung wie anderen. Niemand soll daran gehindert werden. Wer tötet, ist mitsamt seinen Angehörigen dafür verantwortlich. Es sei denn, der Getötete hätte angegriffen. Allah ist mit denen, die daran festhalten. 37a. Die Juden sollen ihre Unkosten bestreiten und die Muslime die ihrigen. Und sie sollen einander unterstützen gegen jeden, der gegen die Partner dieses Vertrages Kriegs führt. Zwischen ihnen soll es Beratung und freundschaftliche Ermahnung und Tugendhafte geben, keine sündhafte Zusammenarbeit geben. Das heißt, die Muslime und die Juden müssen sich gegenseitig vom Krieg beschützen. Das heißt, wenn die Muslime angegriffen werden in Medina, müssen die Juden sie auch beschützen. Und wenn die Juden angegriffen werden von einem anderen Stamm, müssen die Muslime die Juden beschützen. Niemand soll diese Sache seines Verbündeten sabotieren und den Unterdrückten soll geholfen werden. Ja. 40. Artikel. Ich überspringe nur. Der Schutzbürger hat die gleiche Stellung wie das eigentliche Stammesmitglied. Schutzbürger, der Schutz im islamischen Staat. Egal, was für eine Religion angehört. Es soll weder Schaden zugefügt, noch Verbrechen begangen werden. 43. Artikel. Kein Schutz wird den feindlich gesonnenen Quraysh oder ihren Helfern gewährt. Die Quraysh von Mekka oder ihre Helfer wird kein Schutz im islamischen Staat gewährt. Warum? Weil der islamische Staat nicht naiv ist. Der islamische Staat ist gerecht, er ist auch barmherzig, aber er ist nicht naiv. Das heißt, nicht durch zu viel Barmherzigkeit gräbt er sein eigenes Grab. Das macht er nicht. 44. Und die Bündnispartner sollen einander gegen alle beistehen, die Yathrib überfallen. Also Medina überfallen. Noch zwei Paragraphen möchte ich lesen, da komme ich zum Ende. 45a. Wenn die Juden aufgerufen werden, Frieden zu halten und daran teilzuhaben, dann halten sie ihn und haben daran teil. Wenn sie die Gläubigen gleichermaßen auffordern, so ist das Gleiche für die Gläubigen verbindlich. Ausgenommen ist, wer sich der Religion willen im Krieg befindet. Das heißt, wenn die Juden wegen ihren Glaubens in den Krieg ziehen, dann gibt es diesen Vertrag nicht. Religionsbezogen gibt es das nicht. Und wie gesagt, der 47. Paragraph, das ist das Ende, habe ich vorhin auch schon gelesen, ich lese es jetzt nochmal. Dieses Abkommen, die Verfassung von Medina, soll keinen Unterdrücker oder Übertreter schützen. Wer auszieht, soll Sicherheit genießen. Wer Asyl sucht, soll Sicherheit genießen, mit Ausnahme dessen, der Unrecht und Übertretung begeht. Allah schützt alle, die dieses Abkommen sorgfältig beachten und Mohammed ist Allahs Gesandter. Allahs Segen und Frieden auf ihn.